Vorweg, um es mal vorweg sagen zu können oder zu dürfen, es handelt sich um einen sehr, sehr sicheren Landkreis und man lebt hier wirklich sicher und auch sicherer wie in vielen anderen Regionen Deutschlands. Und vor allen Dingen ist es auch wenn vielleicht sich hier weniger Straftaten ereignen wie woanders, ist der Polizei alles andere als langweilig. Wir haben im vergangenen Jahr, um ein paar so Strukturdaten zu nennen, 11.492 Polizeieinsätze im Landkreis gehabt. Das sind im Schnitt 31,5 am Tag. Und hinzu kommen noch verschiedene sonstige Veranstaltungen, beginnend von Brauchtumsveranstaltungen über Volksfest, über Sportveranstaltungen und, und. Das waren nur 74. Und da sind auch, sagen wir mal, solche Veranstaltungen wie das Volksfest Mühldorf dabei, das ja bekannterweise über einen längeren Zeitraum geht. Auch das ist nur ein Einsatz. Was wir, wenn wir über Einsätze reden, auch ansprechen sollte oder muss, sind Einsätze in Asylbewerberunterkünfte. Hier ist es so, dass wir im Prinzip eine Stagnation haben, auch wenn wir jetzt in diesem Jahr 98 Einsätze mehr haben. Die kommen einfach daher, weil sehr, sehr viele Abschiebungen bzw. Transporte im Zusammenhang mit Abschiebungen durchzuführen sind und es einfach zusätzliche Arbeit in dem Zusammenhang macht. Ganz, ganz wichtig ist einfach auch die Feststellung, die auch für den Landkreis Mühldorf hier gilt, dass einfach immer mehr Menschen hier wohnen. Und wenn man vergleicht von 2013 bis 2018, sind es über 7.000 Menschen mehr und das muss man natürlich auch immer berücksichtigen. Es werden immer mehr Menschen, um deren Sicherheit man sich hier kümmern darf. Und von der Bilanz her, wie schaut es aus mit der Kriminalität? Ist es so, dass man im vergangenen Jahr 3.941 Straftaten hatten. Das war zwar jetzt, das ist die Zahl mit Ausländerrecht, aber in gleicher Weise unterscheidet sich ja die Zahl ohne ausländerrechtliche Straftaten nicht. Das war zwar etwas mehr wie im letzten Jahr, aber es ist deutlich unter dem Wert von noch vor 10 Jahren. Ich möchte sagen an dieser Stelle, also wenn manche Schwarzmaler da behaupten, dass alles immer schlimmer oder schlechter oder sonstiges wird, also für den Sicherheitsbereich an objektiven Fakten ist das mitnichten so. Und wenn man es bereinigt betrachtet, ohne ausländerrechtliche Delikte, also das sind die Straftaten, die mehr oder weniger nur ein Nichtdeutscher begehen kann, illegale Einreise, illegaler Aufenthalt, dann waren wir bei 3.916 Straftaten. 2009 waren es noch 4.392, also einige hundert weniger. Und ich glaube, das macht es ja deutlich, wie sicher eben die Bewohner hier im Landkreis leben können. Erfreulicherweise haben wir eine Aufklärungsquote. Die Aufklärungsquote ist gestiegen. Sie liegt mittlerweile bei 66,1%. Damit klären wir im Landkreis Mühldorf 2 von 3 Straftaten auf. Ich glaube, das ist auch eine Botschaft für alle diejenigen, die meinen, sie werden vielleicht nicht erwischt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie erwischt werden, ist deutlich höher. Wie schaut es aus oder wie hoch ist das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden? Das ist für uns vor allen Dingen auch deshalb wichtig, weil die objektive Sicherheit und das Sicherheitsgefühl ja doch ein Stück weit immer gerade aufgrund verschiedenster Dinge manchmal so ein bisschen auseinandergeht. Können einzelne schwerwiegende Verbrechen sein, auch woanders. Das können sonstige Berichte über Terror sein und sonstige Sicherheitsstörungen. Aber hier ist ganz deutlich zu sagen, wir liegen jetzt hier im Landkreis Mühldorf, ich sage jetzt mal die Zahl ohne ausländerrechtliche Delikte, das ist fast kein Unterschied, bei 3.421. 3.421 Straftaten, das ist deutlich besser wie der bayernweite Durchschnitt, der bei über 4.500 liegt. Das ist nochmal ein Stück weit besser als der Durchschnitt im südlichen Oberbayern, in unserem Präsidium. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Wir haben hier wirklich einen sicheren Landkreis und ich sage jetzt mal, der kleine, also Peak nach oben vom vorletzten, also vom Jahr 2017 auf den Jahr 2018. Ich habe es zu meinem Landrat gesagt, es ist schwer an die Spitze zu kommen,
Aber an der Spitze zu bleiben, ist nur schwerer. Und das erlebt der FC Bayern München jedes Jahr, wenn es ums Fußballspielen geht. Und uns geht es mittlerweile schon ein bisschen ähnlich, was die Sicherheit hier im Landkreis anbelangt. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für uns wichtig, dass sich die Menschen auch sicher fühlen. Und ich bin froh, dass wir neben der Präsenz der Polizei mittlerweile auch zwei Sicherheitswachten hier im Landkreis haben, zum einen in Mühldorf und zum anderen in Waldkreiburg, weil gerade die Sicherheitswacht natürlich mit der Kontaktaufnahme im öffentlichen Raum hier wirklich auch sehr viel für die gefühlte Sicherheit tun kann, neben den Streifendiensten der Polizei. Ja, dann, wir haben uns über Rauschgiftkriminalität unterhalten. Da haben wir jetzt keine Deliktsteigerungen hier im Landkreis. Nichtsdestotrotz ist, denke ich, auch wichtig, hier an dieser Stelle zu betonen, dass irgendwelche Liberalisierungstendenzen im Zusammenhang mit Cannabis oder Entkriminalisierung, was manche darunter verstehen, nicht der Weg ist oder der Schlüssel zum Glück, weil ich denke, mit diesen Rauschgiften sehr, sehr viel, ja, gerade für junge Menschen, das einfach mehr schädlich ist, als das möglicherweise von Nutzen ist. Und insofern bin ich ein strikter Gegner und habe das auch nochmal im Gespräch deutlich gemacht. Bevor ich jetzt zu weiteren Deliktsbereichen komme, die ich an dieser Stelle ansprechen will, eine sehr, sehr positive Botschaft, die einhergeht mit der Sicherheit hier im Landkreis. Und zwar, es ist ja eigentlich fast nicht schlimmer, als wenn in den eigenen vier Wänden eingebrochen wird. Wohnungseinbruch wirkt sich nicht nur auf die Menschen auf, die in der Wohnung leben, auch auf das soziale Umfeld, auf Freunde, auf Kinder, auf Bekannte, auf die Nachbarn. Und hier ist es so, dass wir im Landkreis Mühldorf im letzten Jahr 21 Einbrüche hatten. Das Jahr zuvor waren es noch 40. Also wir haben die Einbruchskriminalität mehr oder weniger halbiert. Und noch erfreulicher ist es, dass bei diesen 21 Einbrüchen 16 Versuche dabei waren. Das heißt, es ist in fünf Fällen, nur in fünf Fällen, jeder Fall ist einer zu viel, aber trotzdem, ist es nur in fünf Fällen gelungen, hier tatsächlich was aus der Wohnung zu entwenden. Und das, denke ich, ist schon eine sehr erfreuliche Bilanz. Genauso erfreulich ist die Bilanz bei Einbrüchen in Gewerbeobjekte, ob jetzt Gaststätte, ob Geschäft oder sonstiges Lager. All das sind für uns Gewerbeobjekte. Auch dieser Fall, der ist nicht in der Statistik, aber der also letzte Woche von der KPS Mühldorf berichtet wurde, von der EG Hoschke, das ist praktisch mehr oder weniger dieses Phänomen, dass man in Geschäfte einbricht. Hier ist so, auch hier hat man Rückgang, und zwar im letzten Jahr waren es 53 Fälle. Das bedeutet 11 Einbrüche. Haben wir 11 mehr, gell? Da haben wir 11 mehr. Wir haben 11 Einbrüche mehr, da war kein Rückgang zu verzeichnen. Allerdings, wir haben darüber gesprochen, im Vergleich zu vor 10 Jahren, genau, ist es die Hälfte. Und insoweit ist langfristig hier eine deutlich positive Tendenz zu erkennen, wie sie auch allgemein bei der Diebstahlskriminalität der Fall ist, weil Diebstahlsdelikte nehmen insgesamt langfristig ab, allerdings auch hier der Peak vom letzten Jahr mit einem geringfügigen Anstieg. Wichtig in dem Zusammenhang ist der Bereich der Straßenkriminalität. Straßenkriminalität ist ein Phänomen, da können wir als Polizei aktiv was dagegen tun. Wir können Präsenz zeigen, die Menschen können uns anrufen, wenn was passiert. Und hier ist es so, dass wir im Jahr 2018 645 Fälle hatten. Das ist ein Zuwachs, aber wir haben es auch im Sicherheitsgespräch vom Leiter der PI Waldkreiburg gehört. Allein knapp 100 oder 90 waren Straftaten, gehören einer Serie an, die von der Polizeiinspektion in Waldkreiburg geklärt wurde. Und insofern wird das Ganze rein zahlenmäßig schon wieder etwas relativiert. Langfristig ein deutlicher Rückgang auch im Bereich der Straßenkriminalität. Bei den Sexualstraftaten hatten wir im vergangenen Jahr 68 Delikte. Das sind 15 Fälle mehr in der Statistik als im Jahr zuvor. Hier muss man allerdings erläutern, dass sich
die Sexualstrafrechtsreform aus dem Jahr 2017 auswirkt. Will heißen, dass Taten oder Sachverhalte, die früher als sexuelle Beleidigung angezeigt und auch strafbar waren, dieses sogenannte Antatschen, wenn die Dame Anzeige erstattet hat, heute nicht mehr als Beleidigung strafbar ist, sondern als sexuelle Belästigung. Und aufgrund dessen verschiebt sich was aus der Beleidigung in den Bereich der Sexualstraftaten, nämlich der Tatbestand der sexuellen Belästigung. Das erklärt zum einen den Anstieg, zum zweiten ist er dadurch erklärbar, dass man einfach unter dem Stichwort Nein heißt Nein Sachverhalte haben, die heute einen Straftatbestand erfüllen können im Bereich des Sexualstrafrechts, was früher nicht möglich war. Wenn Sie es andersrum haben, oder wenn man es andersrum darstellen kann, wenn man Vergewaltigung und sexuelle Nötigung explizit sich ansieht, haben wir einen Rückgang von 11 auf 9. Also in den wertigen Deliktsbereichen kann ich Entwarnung geben, alles andere ist in weiten Bereichen, sage ich mal, eine Änderung des Rechts. Was uns Sorge bereitet, und das haben wir auch ganz deutlich angesprochen, ist die Gewaltkriminalität. Gewaltkriminalität, das kann ich jetzt nicht erläutern mit irgendwelchen Dingen wie einer Änderung des Rechts, sondern die Zahlen steigen faktisch wirklich an. Wir hatten im letzten Jahr 201 Straftaten, das ist ein deutlicher Zuwachs, und der geht vor allen Dingen darauf zurück, dass die gefährlichen Körperverletzungen und die schweren Körperverletzungen, schwere Körperverletzung ist aber der geringere Teil, angewachsen sind, und zwar um 40 Fälle. Also dadurch ist eigentlich der Anstieg schon fast erklärt. Auch Raubstraftaten sind angestiegen von 7 auf 17. Und das kann uns als Polizei, auch wenn die Aufklärungsquote hier sehr hoch ist mit 94%, nicht gefallen. Hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist es natürlich Alkohol, späte, oder es sind eigentlich schon die frühen Morgenstunden, wo dann Gewalt ausgeübt wird. Zu einem Teil ist es auch zurückzuführen auf den Bereich der Zuwanderer, Straftaten von Zuwanderern untereinander, zum Beispiel in der Anker-Dependance in Wolkreiburg. Auch das ist jetzt praktisch zusätzlich in die Statistik reingekommen. Aber insgesamt ist die Entwicklung hier nicht erfreulich, und ich kann immer wieder sagen, Gewaltkriminalität gehört geächtet, und ich bin sehr froh darüber, was das Phänomen Gewalt gegen Polizeibeamte anbelangt, dass zum einen das Recht hier verändert wurde, der Paragraph 114 Strafgesetzbuch ist entsprechend verändert worden, in Paragraph 113, und letztlich ist es auch so, dass wir mit unseren Bodycams, die wir in Wolkreiburg schon einsetzen bei der Polizei, hier auch dann Bodycams auch bei den anderen Polizeidienststellen ab heuer im Einsatz haben werden. Auch das wird hoffentlich dazu beitragen, das ein oder andere Delikt gegen Polizeibeamte zu verhindern. Und dann würde ich jetzt weitergeben an die Frau Schichel. Ja, macht Herausforderungen zu der Internetkriminalität oder Computerkriminalität. Ja, wir alle sind mittlerweile in allen Lebensbereichen, sei es in der Arbeit oder sei es in der Freizeit, tatsächlich auf das Internet mehr oder weniger angewiesen. Aber so wie es eben auch unsere Lebensbereiche durchdringt, so ist es wirklich auch ein großer und ein lukrativer Tummelplatz für leider sehr ausgewiesene Experten in dem Bereich. Ja, Cybercrime, Computerkriminalität, was steht noch drunter? Im klassischen Sinne umfasst es die Straftaten, die sich gegen das Internet, gegen die Datennetze, gegen diese informationstechnischen Systeme richten. Das können beispielsweise sein Ausspähen und Abfangen von Daten, EDV-spezifische Fälschungsdelikte, Datenveränderungen, Computersabotage oder die Softwarepiraterie. Also all jenes, was durch Manipulationen an Computersystemen mit Schadsoftware begangen wird, zum Beispiel auch, um die persönlichen Daten abzufischen und dann mit der gestohlenen Identität sich missbräuchlich im Internet tatsächlich auch zu tummeln und gegebenenfalls unter den Kreditkartendaten und unter der Identität dort auch einzukaufen. Was uns auch umtreibt, ist beispielsweise, wenn Firmen erpresst werden,
wenn IT-gestützte Abläufe im Unternehmen schlicht lahmgelegt werden und nur gegen Bezahlung von Lösegeld dann wieder freigegeben werden. Aber hier ist die bayerische Staatsregierung auch mit vielen Beratungsangeboten auch zugange und unterstützt bei solchen Fällen. Ich kann ja damit keinen nur durch spezifischen Zahlen aufwarten, sondern lediglich mit Zahlen, die sich für das Polizeipräsidium Oberbayern Süd ergeben. Demnach haben wir für 2018 12 Delikte mehr registriert, und zwar 515 insgesamt und zusätzlich noch 545 Straftaten, bei denen das tatrelevante Mittel zur Vorbereitung oder auch zur Durchführung der Tat das Internet war. Bitte schenken Sie diesen Zahlen nicht so viel Aufmerksamkeit, weil hier in dem Bereich die Dunkelziffer wirklich eine sehr, sehr hohe ist und weil es auch ganz spezifische Erfassungskriterien in der PKS gibt. Beispielsweise werden Taten gar nicht erfasst, wenn der Täter aus dem Ausland handelt oder wenn der Tatort nicht nachweislich in Bayern ist. Das gilt aber für die gesamte Bundesrepublik. Was uns wirklich umtreibt, das ist dieses Phänomen bei Anrufbetrug, das Sie gemeinhin vielleicht erkennen als Enkeltrick oder Legendenbetrug falscher Polizeibeamter. Wir haben leider gerade am Wochenende wieder zwei Fälle zu verzeichnen, zwar nicht hier für den Mühldorfer Bereich, sondern bei uns in einem anderen Zuständigkeitsbereich, in einem anderen Landkreis. Bei einem 82-Jährigen also haben die Täter keinen Erfolg gehabt, weil der nämlich einen Festnetzanruf bekommen hat. Er soll sozusagen Geld abheben, man will sie vor der Sparkasse mit ihm treffen und der hat aber gleichzeitig, der war so pfiffig, sofort auf dem Handy gleich nur den 110er Notruf gewählt und es ist zu keinem Treffen gekommen. Aber leider eine 79-Jährige, die drei Tranchen in den zurückliegenden Wochen bezahlt hat und insgesamt tatsächlich dann weit über 100.000 Euro auf diese Art und Weise ihre Ersparnisse verloren hat. Das treibt mich wirklich auch persönlich um, weil es eine absolute skrupellose Vorgehensweise der Täter ist gegen ältere Mitbürger, die einfach auch noch Vertrauen in Institutionen haben. Und diese Institutionen werden tatsächlich auf das Übelste missbraucht. Wir nutzen alle Möglichkeiten tatsächlich, um entsprechend auch in Seniorentreffpunkte zu gehen. Wir haben Kampagnen gestartet, dass wir beispielsweise bei den Apotheken Informationsmaterial ausgelegt haben, einfach uns gezielter Örtlichkeiten ausgesucht haben, um Informationen weiterzugeben, die vorzugsweise auch von älteren Menschen häufiger aufgesucht werden. Aber leider führen diese ganzen Informationen eben, wie der aktuelle Fall beweist, nicht immer nur zum Erfolg. Aber wir lassen da wirklich nicht nach, weil es tatsächlich einfach wirklich nicht akzeptabel ist, was da mit den Menschen, die jeden Cent sich zum Teil wirklich vom Mund absparen, auf diese skrupellose Art und Weise betrogen werden, um ihr Hab und Gut gebracht werden. Was uns besonders wehtut in diesem Phänomenbereich ist tatsächlich auch, wenn dann der gute Name oder der gute Ruf des Polizeibeamten missbraucht wird, weil im Prinzip das ja widerspiegelt, dass man ja großes Vertrauen in der Bevölkerung genießen und dann wird mit unserem guten Ruf Schindluder betrieben. Die Menschen glauben tatsächlich ja auch, dass man der Polizei zu Recht vertrauen kann und unser guter Ruf wird auf diese Art und Weise, und zwar bundesweit, erheblich in den Dreck gezogen. Das ist ein Phänomen tatsächlich, also dieses falsche Polizeibeamte, Umfragen ergeben immer wieder, wie groß das Vertrauen der Bevölkerung auch bundesweit ist gegenüber Polizeibeamten und das ist natürlich dann auch eine willkommene Möglichkeit für diese skrupellosen, leider sehr kreativen Täter, sich das Vertrauen der alten Leute zu erschleichen. Wir haben da im Polizeipräsidium Oberbayern Süd tatsächlich eine besorgniserregende Steigerung um 190 Fälle im Vergleich zum letzten Jahr, wobei tatsächlich doch 5 Fälle erfolgreich waren. Also von 190 kalten Fällen, wie man das üblicherweise so nennt, sind es 5 Fälle, die erfolgreich sind. Aber wenn ich einer schon eine Schadenssumme von 100.000 Euro und mehr nenne, dann können Sie
wirklich dann rückschließen, wie lukrativ es selbst nur bei 5 erfolgreichen Fällen leider war. Und dieses Phänomen, wie gesagt, trifft die ganze Bundesrepublik, trifft Bayern und trifft leider auch Oberbayern Süd. Präventionsmaßnahmen, wie gesagt, soziales Umfeld, das wir einbinden, und wir können Fälle verhindern, aber leider nicht an jeden, aber wir lassen nicht nach, tatsächlich dort Aufklärungsarbeit zu treiben und die erfolgreichen Fälle so gering wie möglich zu halten. Dann würde ich nur noch kurz auf die Bilanz im Rahmen der Verkehrssicherheit eingehen, weil es ja für die Menschen auch wichtig ist zu wissen, wie schaut es bei der Verkehrssicherheit aus, weil die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Verkehrsunfalls oder durch einen Verkehrsunfall geschädigt zu werden, ist immer noch größer als wie durch ein Verbrechen oder eine schwere Straftat. Da ist die Bilanz eigentlich wenig erfreulich. Es haben zwar insgesamt die Verkehrsunfälle sind weniger geworden. Wir sind jetzt bei 3.443. Allerdings ist die Zahl der Verletzten gestiegen, geringfügig von 615 auf 649, wobei über 30 Verletzte mehr doch auch schon eine ganze Menge ist. Allerdings, was uns noch mehr Sorgen bereitet, ist der Anstieg der Verkehrstoten von 2 auf 11. Wir haben zwar diesen Anstieg, also wir waren 2015 ebenso hoch, wir waren auch 2009 hoch dran mit 16 Verkehrstoten, aber wenn man das Leid, was mit einem toten Menschen verbunden ist, sich anschaut, dann ist das natürlich für uns weniger erfreulich, wenn die Zahl wieder gestiegen ist. Wenn man uns deshalb mal die Unfälle genau angeschaut, die zu Toten geführt haben, und zum einen ist es so, wir haben da keine Parallelen rausarbeiten können. Die Unfälle verteilen sich in gleicher Weise 4 auf die PI Mühldorf, 3 Verkehrsunfälle mit 3 Getöteten auf die PI Waldkraiburg, und dann haben wir bei der Polizeistation Haag 4 Verkehrsunfälle mit 4 Getöteten. Beteiligt waren alle Verkehrsteilnehmer, 5-mal PKW, 3-mal Gradfahrer, 2-mal Fahrradfahrer, 1-mal Fußgänger. Und auch im Hinblick auf die Unfallörtlichkeiten gibt es keine Parallelen. Es waren zum Teil 6 Unfälle außerorts und es waren 5 Unfälle innerorts. Also auch hier gibt es wenig Parallelen. Wo sich allerdings eine Parallele abzeichnet, ist, häufigste Unfallursache ist nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit, gefolgt von Nichtbeachten der Vorfahrt bzw. des Verstoßes gegen das Rechtsgebotes. Also wir haben bei 6 dieser Unfälle im Vorfeld mit hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt keine Möglichkeit gehabt, diesen Verkehrsunfall zu verhindern. Da wäre präventiv auch nichts möglich gewesen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz werden wir uns anstrengen, im Landkreis mit unseren Polizeidienststellen hier einfach die Verkehrsüberwachung noch ein Stück weit zu intensivieren, gegebenenfalls auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, dass man einfach hier nochmal gerade bei der Geschwindigkeitskontrolle nur stärker einsteigen, weil vielleicht gelingt es uns dadurch, die Zahl wieder nach unten zu bringen, weil wir wollen uns einfach nicht damit zufrieden geben und sagen, das ist einfach so, weil Unfälle sind keine schicksalhaften Ereignisse, das sind Sachverhalte, wo zumindest ein Beteiligter vielleicht was dagegen machen kann. Und das wollen wir einfach präventiv versuchen, dass wir hier ein Stück weit weiterkommen. Dankeschön. Und vielleicht noch eins zum Schluss. Da glaube ich, sind wir uns einig. Ich habe mich dafür bedankt, für das gute Zusammenwirken des Landratsamtes und der Sicherheitsbehörden mit den Polizeidienststellen hier im Landkreis. Das Gleiche gilt in gleicher Weise für die Blaulichtorganisationen, Feuerwehr, Rettungsdienste und, weil insgesamt haben wir gute Ergebnisse, und ich denke, die guten Ergebnisse haben wir nicht nur deswegen, weil wir als Polizei gut arbeiten. Ich glaube, das machen wir schon, aber dass natürlich der Rahmen passt und dass wir im täglichen Doing, ob bei Erlaubnisbescheiden und, hier gut zusammenarbeiten, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir die Sicherheit auch in Zukunft hier so gestalten können. Dafür ein Dankeschön, stellvertretend an den Herrn Landrat. Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Dankeschön für den Vortrag. Von mir noch ein paar Worte zur Cyberkriminalität.
Das wird ein Thema werden, das uns in den nächsten Jahren auch die Sicherheitsbehörden insgesamt gewaltig stressen wird. Ich bin dankbar, dass der Freistaat Bayern jetzt seiner Polizei auch entsprechend die Fachleute zur Seite stellt. Das ist natürlich auch eine Frage des Einarbeitens und der Zeit. Es wird von Anfang an nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Man muss auch erst einmal von der Erfahrung her in das Denken der Leute reinkommen, die das machen. Aber es wird mit Sicherheit in absehbarer Zeit sein. Ich bedanke mich, dass Sie das, Frau Schichtler, so deutlich dargestellt haben. Das Zweite ist Gewalt gegen Personen. Das merkt man überall. Und da bin ich ja dankbar dem Freistaat Bayern, dass jetzt die Bodycams kommen, denn wir haben es dann immer wieder gemerkt, dass dann im Grunde genommen, wenn es so Schwierigkeiten gibt draußen, dass die veröffentlichte Meinung im Grunde genommen auf die einzelnen Polizisten losgeht oder die Beteiligten der Sicherheit losgeht und sagt, die werden sich halt nicht so entsprechend benommen haben. Dadurch haben es vielleicht die anderen dann aufgewiegelt und dann kam es zu diesen Situationen. Durch die Bodycams wird es mit Sicherheit auch einfacher. Aber ich merke es auch bei mir, dass Diskussionen, die es um Themen gehen, die in der Öffentlichkeit einfach schwer diskutiert werden, jetzt auch die Flüchtlingsthema oder ein paar andere, dass dort man merkt beim Diskutieren, dass man relativ schnell in eine Richtung reinkommt, so ähnlich, als wenn du deine Fotze nicht hältst oder wenn du die Meinung weiterhin vertrittst, dann kriegst du eine mit. Das heißt, da ist das Gescheitste dann, sich einfach umzudrehen und zu gehen. Man merkt, dass die Gewaltbereitschaft, weil man sich wahrscheinlich verbal nicht mehr so ausdrücken kann oder was auch immer dahinter steckt, weiß ich nicht. Vielleicht auch die immer stärker fehlende Sprachlosigkeit, weil die Leute einfach alles nur mit Handys oder mit sonstigen arbeiten und nicht mehr sich entsprechend ausdrücken. Und man sieht ja, was teilweise in den E-Mails oder in den sozialen Medien für Sprache gesprochen wird. Weiteres nochmal das Thema Verkehr und Tod. Da werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch mehr an Problemen kriegen, weil die Autobahn, wenn sie offen ist, wird mit Sicherheit uns auch das eine oder andere Problem bescheren. Zum anderen ist es so, dass die Autobahn, dass wir froh sind, dass die Autobahn gibt, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Autobahn natürlich sehr viel so Hindernisse birgt, die im Grunde genommen im Trassenverlauf liegen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, dass Unfälle, die da passieren, da fragt man sich nachher, warum konnte es passieren? Aber wenn man selber mal auf der Autobahn fährt und fährt einmal eine gewisse höhere Geschwindigkeit, dann merkt man ganz klar, wenn du nicht wirklich die volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr gibst, dann hast du relativ schnell ein Problem. Du kannst die Steuern nicht mehr an. Und wenn du mal über die Mitte drüber bist, dann ist das zur anderen Seite hin relativ schnell, dass das Reizen kann dann eventuell sofort zum Schleudern führen. Und dass damit natürlich auch Tod verbunden ist, ist traurig, aber es ist halt auch die Folge von dem einen oder anderen Verkehrsunfall. Wir haben gerade vorhin gehört, dass es an Ostern, Gott sei Dank, im Bezirk, im Präsidiumsbereich keinen Verkehrstoten gab. Aber wenn man mal sieht, wie viel das Motorradl draußen fahren und die beiden Verkehrsteile, einmal mit dem Auto und die anderen mit dem Zweiradl, dann weiß man, wie problematisch das ist, wenn die unterschiedlichen Geschwindigkeiten fahren. Von daher ist klar, dass das, wie der Präsident sagt, dass da noch stärker halt auch kontrolliert wird, dass man die Geschwindigkeiten noch stärker kontrolliert. Mit der eine oder andere, der halt sagt, ja, ich kann schnell fahren, mir passiert schon nicht, dann vielleicht auch in die Radarfalle fährt und dann Strafe wirkt. Und zum anderen konnte es keiner von uns sagen, dass er, sei er noch so guter Fahrer, dass er mir was passiert. Das Letzte, was ich auch ansprechen wollte, was der Präsident zum Schluss gesagt hat, die Zusammenarbeit zwischen Präsidium und Landkreis, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich habe das auch vorhin gesagt, für meine Mitarbeiter, zu meinen Mitarbeitern, auch zur Polizei, ist seitdem jetzt ich im Amt bin, wirklich ständig gewachsen, ist auf einem hervorragenden Niveau. Und ich bedanke mich auch da, weil wir das einfach merken, wenn wir Probleme haben, egal in welche Richtung, und man ruft schon einmal zusammen, dann haben wir eine relativ schnelle Lösung. Und das, glaube ich, brauchen wir, um den Menschen auch Sicherheit zu bieten, die kümmern sich um was. Und ich sage auch Dankeschön, dass in relativ kurzer Zeit jetzt die Einbruchserie in unsere Schulen jetzt rausgefunden haben. Und wenn man dann sieht oder dahinter steht,
Es wird bei uns immer gesagt, das sind die Asylanten und die. Da muss man aber sagen, in großem Maße sind es die unseren, die leiten vielleicht den einen oder anderen noch. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass die anderen keinen machen, aber nicht in dem Maße für die Einbruchsserien zuständig sind, wie wir nicht selber auch unsere aus der eigenen Bevölkerung raus das sie bringen. Dankeschön an die Zusammenarbeit, aber auch Dankeschön an euch für euer Kommen. Und jetzt seid ihr gefragt. Wo gibt's? Wer hat Fragen? Ja. Kann man sagen, wie hoch der Arbeitnehmeranteil ist bei den Strafzahlungen? Kann man schon. Kann man schon. Ja, freilich kann man das. Ja. Kann man schon. Hast du schon gefunden? Ja. Nee. Ich hab's. Wir haben 1.982 Tatverdächtige im Landkreis. Insgesamt. Landkreis Mühldorf, 1.982 im Jahr 2018. Davon waren 777 Nichtdeutsche. Das sind 39,2%. Von den 777 Nichtdeutschen waren darunter 365 Zuwanderer. Und das auch gleich darzulegen. Und insgesamt liegt der Ausländeranteil eben bei 39,2% und der Anteil der im Landkreis wohnenden Ausländer bei 11,5%. Heißt, Ausländer sind überproportional in der Statistik enthalten als Täter.